Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform Lernsachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man die Lernsachs-App auf seinem Smartphone oder Tablet installiert. Neben einem Smartphone oder Tablet benötigen Sie eine weitere Voraussetzung und das sind die beiden App Stores. Entweder der Apple App Store, der sich auf Apple-Geräten befindet, oder der Google Play Store, der sich auf Android-Geräten befindet. Sie klicken also entweder auf den Apple App Store oder auf den Google Play Store und gelangen dann in die App Store App. Ich habe das hier mal an der Apple App Store App deutlich gemacht. Sie sehen unten rechts gibt es den Reiter Suchen. Da klicken Sie drauf und dann können Sie oben in das Suchfeld Lernsachs eingeben. Nach einer Bestätigung werden Sie dann auf die Ergebnisseite geleitet und Sie sehen, die App hat direkt die Lernsachs App gefunden. Sie erkennen sie an diesem Symbol und der Bezeichnung Lernsachs, Lernsachs mobil nutzen. Es gibt dann einen Button hier, der heißt bei mir Öffnen, weil ich die App schon habe und sie von hier aus direkt öffnen könnte. Bei Ihnen heißt der Button Laden. Sie klicken dann bitte auf diesen Button Laden und werden dann aufgefordert, Ihr Apple-ID-Kennwort oder Ihr Google Play Store-Kennwort einzugeben. Dies machen Sie und dann autorisieren Sie damit den Ladevorgang, der dann startet und ungefähr 2 bis 3 Minuten in Anspruch nimmt. Nach dem Ladevorgang finden Sie die App dann auf Ihrem Home-Bildschirm. Ich habe das mal an meinem Home-Bildschirm deutlich gemacht hier. Sie sehen links unten in der Ecke, das ist das Symbol für die Lernsachs-App. Wenn Sie dieses Symbol dann anklicken, öffnet sich die App und Sie werden dann aufgefordert, Ihr Lernsachs-Anmeldenamen und Ihr Lernsachs-Kennwort einzugeben. Wenn Sie das getan haben, können Sie in die App starten. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.